Okay, ich wollte einmal, okay, wir feiern heute den Geburtstag von Gered. Der ist heute genau vor ein paar Minuten, um 23:50 Uhr, 20 Jahre alt geworden. Jeffrey ist 19 Jahre alt geworden, ist auch jetzt ein bisschen erwachsen geworden. Und die dürfen jetzt beide mal kurz was dazu sagen. Wie ist das so, 20 zu sein und du, wie ist es so, 19 zu sein? Wer will anfangen? Ja, erstmal würde ich sagen, darauf anzugreifen, ne? ja, also, ich danke Gott für mein Leben. Er hat ein weiteres Jahr auf mich aufgepasst. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich habe vieles durchgemacht letztes Jahr. Ich lag 8 Monate im Krankenhaus. Und der hat auf mich aufgepasst. Ich stehe vor euch, ich freue mich. Okay, weil ihr ein bisschen gespielt habt, das heißt ja Ladies First, deswegen gehen wir erst zu Anna. Anna ist gerade ein bisschen heiser, das ist das Problem bei ihr gerade. Aber ist nicht so schlimm. Dann fangen wir halt bei Gered an. Erzähl mal ein bisschen. Ja, wow. Familie, Freunde, alle sind da. Das gefällt mir. Ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen, dass ihr da seid. Ja, ich bin 20. Ich bedanke mich bei Gott wirklich für diese Jahre. Okay, ich habe jetzt nicht so viel durchgemacht jetzt wie mein Bruder Jeffrey, aber dass ich überhaupt hier bin, ist auch dank seiner Gnade, dank seiner Liebe. Und das ist wirklich was Schönes. Und ja, ich bin jetzt 20, mehr Verantwortung. Meine Familie ist da. Imane, Shilo, Giselle, bitte einmal aufstehen, damit ihr seht, das sind meine Geschwister. Imane, aufstehen. Ich bin der Älteste in der Familie, viel Verantwortung. Ja, meine Schwester nervt manchmal ein bisschen. Wir sind zwar kleinen auch, aber man muss damit klarkommen. Aber ja, und ich danke Gott für diese Familie und für all das hier, dass ihr hier seid. Dankeschön. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you now.
Okay, also ich bin, ich wollte noch mal ein paar Worte sagen. Und zwar freue ich mich echt, diese drei Menschen hier vorne zu kennen. Also erstmal, ich fange bei Jeffrey an. Jeffrey ist nicht nur mein Bruder, das ist irgendwie mein Seelenverwandter, ich weiß nicht. Ich mag ihn so sehr. Er ist jetzt 19 Jahre alt, ein bisschen älter als ich, aber nicht so reif wie ich. Das ist nicht schlimm, das ist das Problem. Nein, das ist das Problem. Nein, ganz ehrlich. Nein, kurz. Ganz ehrlich. Spaß beiseite. Ich möchte nicht angreifen, aber ganz ehrlich. Also, erstmal von mir aus nochmal herzlichen Glückwunsch an dich, Bruder. Ich bin dankbar für dich. Wie gesagt, ich habe jetzt über vielleicht ein halbes Jahr gerade mal den Kontakt zu Jeffrey. Aber so, was ich für den verspüre, oder, ja, ich bin nicht, ne? Aber echt, er ist wirklich mein Bro und deswegen wollte ich einfach Gott dafür danken, dass er glücklich ist. Egal. Ja, als nächstes kommen wir zu Anna. Ja, Anna ist die Frau von meinem Bruder. Ich weiß nicht, wo er steckt. Brian. Ach, da vorne sitzt er. Genau. So, das ist unser frisches Youth-Ehepaar. Also wortwörtlich Ehepaar. Und wie gesagt, ich habe die beiden dann gleichzeitig kennengelernt, Brian und Anna. Er war mein Partner, bin ich Pharisäer. Okay. Wir hatten zusammen eine Rolle. Wir haben, glaube ich, 1,5 Monate zusammen geprobt und 1,5 Monaten war er also mein Kumpane und mein anderer Enoch ist leider nicht da, aber dennoch für dich, Schwester, ich habe dich genauso lieb wie Jeffrey und lieb dich ganz Herzen. Zu guter Letzt kommt ein Mensch, wo ich sagen muss, also, ich muss ganz ehrlich sagen, er hat ein sehr, sehr großes Problem, weil sein Problem ist, ihr seht diese schönen Kreaturen hier, sogar diese ganze Unlimited Youth. Bevor wir kamen, das waren so liebe Menschen, sind sie immer noch. Aber wegen diesem Jungen, ich glaube, jeden Tag kriegt man irgendwie einen Hals, wenn man hier reinkommt. Du machst deine Schleifen, du guckst nach links, das ist dein Problem. Du konzentrierst dich. Egal was du machst, es sind Probleme. Und das hat er hier reingebracht. Also, das größte Problem steckt hier, wenn ihr gleich nach Hause geht. Und er hat was verloren, es war Gered, das ist sein Problem. Echt. Auf jeden Fall möchte ich nur sagen, er ist jetzt 20 Jahre alt geworden. Ich glaube, 10 Jahre meines Lebens hat er mich begleitet. Er ist auch der Grund, warum ich irgendwie wieder zu Gott gefunden habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das war immer morgens, wenn ich vom 6 Uhr morgens vom Feiern kam, stand er vor mir und sagte, ey, wohin mit dir? Und hat mir immer ins Gewissen geredet, bevor er zur Kirche geht nochmal. Deswegen also richtig großes Dankeschön an Gered, dass er mich hier wieder auf den guten Weg gebracht hat. Danke dir, Gered, und dir auch alles Gute zum Geburtstag. Und ja, bevor ihr den wunderbaren Kirsch oder was ist das, Erdbeer-Raffaello-Kuchen von Schwester Jessica essen dürft, kommt noch eine kleine Überraschung von Mama's Boy, Dominik und Cedric, wie ihr alle wisst, Kevin Hart. Deswegen, Cedric, Mama's Boy und Dominik. Okay, jetzt. Autsch! Okay, Gered, das ist dein persönliches Geschenk von diesen dreien. Also, ich weiß nicht, think like a man, denk wie ein Mann. Ich glaube, wir sind alles Männer. Ja, so größtenteils. Und auf jeden Fall, damit du weißt, dass dein Problem wirklich groß ist, haben wir aber trotzdem vorbereitet. Und echt, wir wollen dich nochmal alle drei wollen dir nochmal sagen, so alles Gute zum Geburtstag, ich glaube wir alle. Und danke für dieses Leben von diesen drei Geschwistern von mir, mein Bruder Jeffrey, meine Schwester Anna und mein Bruder Gered. Echt, ich freue mich wirklich, dass wir heute alle zusammengefunden haben, dass wir alle zusammen mit diesen Leuten jetzt ihr Geburtstag feiern. Weil ihr wisst selber, es gibt manche Leute, die schaffen es nicht bis zu 20, bis zu 21 oder bis zu 19 Jahren. Deswegen erstmal danken wir Gott erstmal dafür, dass diese drei hier neben uns hier stehen. Und deswegen möchte ich einfach, dass wir nochmal alle klatschen, bevor wir alle zum Kuchen gehen. Ja. Also, und weil wir leider nur 18 Kerzen haben, müssen die wohl alle zusammen pusten und ihr dürft euch alle was wünschen und wünscht mir was mit. DJ, bring that beat!
prayer for the money in the back of my life. Obian tonne collège, Obian tonne collège, Yabi Obian tonne collège, what else? Pode Obian tonne collège, Bien tonne collège, Obian tonne collège, Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Everybody sing it, hallelujah. Hallelujah. Make me sing, oh yeah. I say make me sing, oh yeah. Na mufi sa me shiase. Me kwaya masamba. Che. I want you to kakira me fair muntin and woman say my wife mini dama. When in the wuno. Na mufi sa me yesanseni. Che. Umi ana wo ye ma show afi de weni bo me so pena wo se hwan poni na nanya me nsa no afi de wo hu me tutu mana mo se me ye jonki ne sabusu bu kebi shame on you too afi de me hu se me makobole yonki hweno kene ne mo se monkey if I check I dey say you dey hungry why ye yanka wo da so sha boski mi wu ye de nanya me ti ase woni me nye pe obia ne ne vi ase mana me da bent so wa flower no go be for handkerchief from the pemeni ase wo pe mo an yo me ni na edi whatever. Das ist Daniel. Nein. Lieber Bill. Hallo? Jessica. Was soll das, Mann? Das ist wohl Bill. Das ist Daniel. Daniel. Chill mich mal. Alter, raus. Hat einen direkt verkauft. Sag mal, Jeffrey. Sag mal. Jeffrey, der hat noch keine Socken an. Wie sagt der? Mach mal, sag mal. Warte. Nein, wir machen ein Foto. Ich glaube, es sagt mal. Sie nehmen einfach auf. Die nehmen einfach auf. Nehmen wir auf? Warum reißt du mich an? Ja, so. Ich muss jetzt aufräumen. Wir sehen